Hey ho, liebe Freunde und Innen. Euer Vorbuddler meldet sich mal wieder aus einem großen Abenteuer. Ja. Hab mich ein bisschen verlaufen, ich weiß, das ist total peinlich. Ich war ja auf dem Weg in meine, ja, neue Mine, die jetzt natürlich auch prompt von einem Zombie hier bewacht wird. Bin dann vom Weg abgekommen, es wurde Abend. Ich wusste nicht mehr so richtig, wo ich bin, hab mich eingebuddelt und dann hab ich aber doch zu viel bekommen und hab gesagt, nee, komm, egal, rennst du einfach mal. Und tatsächlich, ja, habe ich den Weg wieder gefunden. Wurde jetzt ein bisschen spannend, aber ist ja nochmal gut gegangen. Halt, nicht so voreilig, so mache ich das jetzt immer. Puh. Ja, peinlich, peinlich, ne? Weil ich auch immer einer bin, der so tönt, von wegen, mit mir kann man sich doch nicht verlaufen, ne? Ich brauche doch keinen Kompass. Wer braucht schon eine Landkarte? Ja? Nein, nein, ne? Bin irgendwie falsch abgebogen. Ist jetzt auch egal, ist ja okay. Ich schlaf mal eben. Das ist hier jetzt oberhalb meiner großen neuen Mine. Oh, da ist ja noch Betrieb. Mann, 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 Mann. Na, dann komm auch. Ich will hier vorbei. Ihr seht, es geht hier so ein bisschen runter. Alles schön angelegt, aber das hört schnell auf hier. Dieser nette Versuch, alles schön auszukleiden mit Treppen. Den habe ich dann auch schnell wieder sein gelassen. Und das war hier sehr lustig. Also das hörte hier auf, diese Grube. Die sah total von oben total tief und dunkel aus, aber hörte hier auf. Aber ich habe einfach mal weitergebuddelt. Ja. Und siehe da, nach wenigen Metern offenbarte sich mir ein regelrechtes Höhlenreich. Ja. Ist enorm groß, hier liegt auch immer noch Zeug rum. Also obwohl ich hier schon stundenlang rumgebuddelt habe. Es geht richtig tief runter bis zum Bedrock und... Das machen wir jetzt nicht, weil ich war da jetzt ja auch schon so lange und habe da ja schon, ja, so einiges. Einige Tonnen Kohle, Silber, Eisen hätte ich fast gesagt, Silber rausgeholt und Gold und Edelsteine. Wie ihr hier sehen könnt, Lapis Lazuli und Redstone, ne? Das braucht man natürlich alles hier nicht. Darum lade ich das jetzt ein. Möchte mich jetzt auch nicht so sehr hier aufhalten. Komm, Kohle auch mitnehmen. Bisschen lassen wir hier, das ist ja immer cool für... Ja, hier die... Ja, die brauchen wir, wenn dann ja hier, das ist doch okay, dann lassen wir so. Ein bisschen Futter, ja, das brauchen wir hier auch nicht. Ersatzteile, das brauchen wir nicht, das Zeug brauchen wir nicht, das können wir alles mitnehmen. Warum nicht? Dann nehmen wir auch noch ein paar Koppelsteine mit und die Werkbank lassen wir hier. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch mein Boot wiederfinden. Aber da mir das... Oh, das ist mir nicht geheuer. Tut mir leid. Ich baue mir kurz noch ein Boot. So, als Reserve. Ich meine, es müsste jetzt den Weg zu... Ja, zur nächsten Station jedenfalls finden. Die nächste Station wäre dann mein Waldgelände, wo ich dann... Komm, dann nehmen wir auch noch alles mit hier. Ja, so ist doch gut. So, so rennen wir jetzt los. Zur Ponderosa. Der Tag ist noch jung. Wir sollten es schaffen. Oh, da ist noch der Heini. Ach du. Hahaha. Da lasse ich mich jetzt gar nicht drauf ein. Den Weg sollte ich jetzt aber wirklich kennen. Schöne Bäume habe ich selber gezüchtet, ja. Den Weg sollte ich gut kennen. Es ist nicht sehr weit. Wir kommen dann gleich zu noch so einem Unterschlupf. Und dann fahren wir noch ein wenig Boot. Huch, da hat es gerade mal irgendwie geruckelt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist mir auch egal. Ah ja. Alles sehr schön hier.
kommen wir durch den schönen, normalen, typischen, ja, so einen typischen Minecraft-Wald, ne? Typisch, weil das damals der einzigste Wald war, den es so gab. Also diese Art von Baum, diese Größe von Baum. Obwohl, der wächst ja hier ziemlich runter, ne? Das ist eigentlich auch neu. Hier ist auch besagte Küste. Da laufe ich noch ein bisschen über den Strand. Läuft man im Sand ein wenig langsamer? Kann das sein? Oder ist das irgendwie... Es fühlt sich fast so an, als würde ich im Sand leicht langsamer laufen. So, und hier haben wir nämlich den nächsten Unterschlupf. Hier habe ich dann immer ganz grob mich einfach eingebuddelt. Ah, ein Ersatzboot noch hier. Ja, die Sachen lasse ich alle hier. Da steht auch noch ein Bett von mir. Und da vorne müsste jetzt meinen Berechnungen zufolge noch ein Boot liegen. Ah, guck mal, das klappt hier alles. Das klappt heute wieder, du Mensch. Und ab geht's. Da hinten um die Ecke. Vollgas voraus. Mal eben was essen, ne? Das müsste doch beim Bootfahren klappen. Ich glaube, das habe ich schon mal ausprobiert. Auch geht doch. Ist doch alles kein Problem. Ne, aber vorhin habe ich doch so ein bisschen die Krise bekommen. Da wusste ich im Moment wirklich nicht, wo ich bin. Und es wurde dunkel. Und da war mir das wirklich irgendwie zu blöd, in so einem Loch da zu sitzen und die Nacht abzuwarten. Und ich sag mal so, wenn man die ganze Zeit läuft und immer schön in die Ferne guckt, damit man Monstergruppen erkennt. Klar, muss man dann auch schon mal ein paar Bögen laufen, ne? Aber das geht schon irgendwie. Naja, nicht immer, aber theoretisch. Sagen wir mal so, theoretisch kann das funktionieren. In Minecraft die Nacht durchzulaufen, durch irgendwelche Felder und Wälder. Also Steppen haben den Vorteil, da kann man gut alles sehen. Hat gute Sicht, ne? Aber ja, und im Wald ist dann wieder so, dass man kann nicht gut sehen, aber die Monster, die können eben auch nicht so schnell um die Ecken laufen. Wo muss ich denn hin? Fahre ich jetzt durch den Sumpf, so Ponderosa, dann bin ich direkt da. Fahren wir durch den Sumpf. Das ist schon unsere Heimatinsel da vorne. Ja, auf ein bisschen mehr Unterwasserinhalt würde ich mich natürlich auch mal freuen. Ne? Ist groß getönt damals, dann kamen nur die Tintenfische. Würde mich echt freuen, mal wieder so ein bisschen mehr auch unter Wasser zu haben. So. Sagte ich ja schon in der letzten Folge, ich wünsche mir mal wieder so ein richtiges Inhaltsupdate. Ne? Mit viel neuen Zeug. Nicht nur mal so Kleinigkeiten. Aber egal. Ey, hallo. Was soll das denn? Ach, das ist mein Hund. Ich habe einen neuen Hund. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das finde ich immer doof, dass die dann plötzlich so aufpoppen. Den habe ich nämlich neben mein Bett gesetzt. Im Haus. Ja, da habe ich diesmal halt nicht so einen großen Fetz mitgemacht. Ich habe einfach gedacht, komm, jetzt machst du nochmal einen Hund. So, zack. So. Heil bleiben, ja? Zu Hause. Sieht lustig aus, so in dem Texture-Pack. Mit der unglaublichen Monsterfalle. Die kann man gut benutzen, um von oben herunter irgendwie zu... Ja, ja, ist ja gut. Zu schießen. So. Kommst du rein, oder? Na, ist mir auch egal. Gut, dann wollen wir mal gucken. Erstmal die Kostbarkeiten ausladen. La 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 la, dann haben wir noch Redstone ganz viel. Obwohl, hätte ich mir mehr vorgestellt. Also, so viel ist es doch gar nicht. Anderthalb Stacks. Hm.
Darum ging es mir nicht hauptsächlich mal, dass ich auch ein bisschen mehr Redstone so parat habe. Aber da muss ich wohl doch nochmal an den sauren Apfel beißen. So großartig Sachen packen brauche ich jetzt hier gar nicht, weil ich ja schon die Kiste im Hafen vorbereitet habe. Und wenn wir jetzt schnell sind, komm, wir sind schnell, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Futter mit. So. Futter habe ich hier in der Kiste. Ja, wollen wir eigentlich jetzt nicht so. Ach, ich glaube, habe ich auch draußen schon in der Kiste. Ist eigentlich alles okay. Mal gucken. Jetzt mal erstmal den Hund wieder irgendwie besänftigen. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Köter. Du solltest dich eigentlich neben mein Bett setzen, Mensch. Kommst du denn auch mal, wenn ich dich rufe? Was bist du denn für ein schlecht erzogenes Tier? Da, komm, komm, komm! Na komm! Ich lauf mal hoch, ne? Wo ist denn mein Bett hin? Das habe ich dahingestellt. Hätte ich auch früher drauf kommen können, dass es da eine schöne Ecke ist fürs Bett. Ah, Moment, ich muss mal eben kurz was trinken. Ah, einen kratzigen Hals. So. Ja, Hundeviech kommt dann er wird. Och, ja gut, so schnell waren wir dann leider nicht mehr. Aber was soll's, dann schlafen wir halt. Ist ja auch alles nicht so schlimm. Da bist du ja schon wieder, ja, da bist du ja, Alter, guckst du ja. Komm. Komm hier hin. Komm, ja, bist ein braver Trottel. So. Dann schlafen wir mal schön. Hundi guckt uns an, wie niedlich. Jetzt bleibst du aber schön hier und passt auf mein Bett auf, ne? Und kommst mir nicht wieder entgegengehuppelt? Ja. Ich meine, die haben den auch gut hingekriegt, ne? Der guckt immer so treu, so. Oh, ne? Fehlt nur, dass er nochmal den Kopf schief legt. Das macht er ja nur, wenn man irgendwie einen Knochen in der Hand hält, ne? Ja, passt du schön auf, bis jetzt her im Haus. Ich muss wieder zurück in den Dschungel, ne? Mal sehen, was im Dschungel läuft. Ignoriere hier alles. Es ist auch nichts Großartiges Neues. Ich habe Felder, seht ihr, nochmal neu bestellt gehabt. Und, boah, so grell sehen die aus im Original. Boah, da tut einem ja in den Augen weh. Meine Güte, ich dachte, meine wären schon so relativ grell. Naja, egal. Ist denn hier mal wieder so ein Sprengwurm? Wir haben ja hier unsere Erfahrung gemacht, ne? Da ist ja auch noch so ein Loch da vorne. Da geht es dann runter. Wollte ich ja auch noch mal was machen irgendwann. Aber jetzt mal eins der Reihe, eins nach dem anderen. So, und das sollte. Lapis Lazuli, die wollte ich sogar mitnehmen wegen. Ah, verstehe. Ah, hier Schienen, Schienen, Schienen ohne Ende und das hier alles. Ja, so viele Karren brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. Komm. Die Werkbank brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Die Äxte nehmen wir hier, das nehmen wir mit. Seeds nehme ich mit. Redstone nehme ich ein bisschen mit. Das nehme ich ein bisschen mit natürlich. Ah, komm, dann nehmen wir den Rest auch mit. Da passt hier alles rein. Bis auf das hier. Gut, dann eine Karre wieder zurück. Dann noch das mit. So. Boot, Boot, Bohot, Bohohot, Bohohot. Hört nicht, niemand hört auf mich. Kein Hund, kein Boot. So, ich sehe rot. Los geht's. Das geht schnell, wie ihr wisst, dauert es nur ungefähr 25 Minuten. Dann sind wir wieder zurück. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man was erleben. Und da kann man auch viel sehen. Holla hi. Holla ho. Ja. Und so weiter.
Ja, das war ausdrücklicher Publikumswunsch, ne, dass ich auch mal etwas mehr singe und summe, ne? Ah, diese Ecke, die ist immer schön hier so. Ah, das driftet so richtig. Ich wünsche mir ja Wellen, ja, es ist natürlich, ah, das ist natürlich, ah, ja, ne? Das ist immer auch wieder. Bei der Bootsfahrt, da fallen mir immer so Themen ein, ne? Was, wie überbrückst du jetzt auch die Zeit? Du musst ja jetzt auch irgendwas erzählen, ne? Normalerweise mache ich mich dann immer über andere lustig oder so, ne? Oder sag irgendwas Gemeines, stelle Thesen und Antithesen auf, also keine Ahnung, naja, auf jeden Fall. Was ich mir immer auch in Minecraft gewünscht habe, von seit Anbeginn der Zeit, ist, ja, richtige Physik eigentlich, ne? Wir haben ja nur so Gravitation, dass wir irgendwie runterfallen. Und ich wünsche mir vor allem auch Wind, ne? Wind fände ich geil, also Entschuldigung. Wind fände ich schön. Und das geht natürlich nicht, ist klar, ist jetzt nur eine reine Spukfantasie, ja, ist völlig klar, dass das, da müssten sich ja die Bäume vielleicht so ein bisschen im Wind wiegen und so. Das kann man sich jeder vorstellen, dass das jetzt irgendwie nicht machbar ist mit diesem Spiel. Aber schön wäre es trotzdem, noch so Wellen, ne? Wellen auf dem Ozean oder am Strand. Oder wenigstens, dass es so eine Animation vielleicht gäbe, dass das Wasser am Strand halt so ein bisschen so schäumt oder was, ne? Also das finde ich ziemlich cool. Ich kenne das aus Second Life. Also war ich auch mal vor ein paar Jahren, als das so unheimlich aktuell war in Deutschland, habe ich auch mal mich ein bisschen in Second Life umgeguckt. Und da haben die Wind, ne? Das ist ziemlich cool eigentlich. Du kannst da ja auch. Es ist zu teuer. Es ist natürlich super teuer eigentlich, wenn du dein eigenes Land haben willst. Das kannst du gar nicht bezahlen. Aber die haben da auch so Wind, ne? Da kann man so Flaggen machen und das ist ziemlich cool. Das stelle ich mir hier eben auch sehr schön vor. Auch so Stürme zum Beispiel, ne? So Katastrophen könnte man, wie in SimCity, da gab es immer so einen Tornado, den man da langfegen lassen konnte. Das ist cool. Ja, seht ihr, jetzt sind wir auch schon wieder da. Jetzt wird die Fahrt auch wieder etwas abwechslungsreicher, weil wir jetzt ein bisschen so durch unsere schönen Buchten. Ja, was machen wir mit der fliegenden Insel da oben? Ja, die würde ich nicht abreißen. Da würde ich Erde nehmen und Schönstein und einen Sockel drunter bauen, ne? Dann hast du so eine Sockelinsel. Weniger Arbeit und sieht auch cool aus. Sieht so echt schön fantasymäßig aus dann. Auch wieder ein Projekt, was man mal machen kann zwischendurch, wenn man nichts anderes zu tun hat. Im Moment haben wir noch sehr viel zu tun. Auch hier diese tollen Überhänge mit den ganzen Lichtfehlern da drin. Ich muss mich immer lustig machen. Man darf die Sache natürlich auch wirklich nicht zu ernst nehmen. Ne? Letztens erst noch mit jemandem unterhalten. Ne? So, ach, das, der sagt auch mal, du bist immer so lustig und keine Ahnung. Ich kann das ja selber gar nicht beurteilen. Ich bin ganz normal, wie ich halt bin. Und ich mache mir da aber auch nicht so viele Gedanken zu. Ich nehme das auch alles, was ich hier so drehe und mache, auch nicht so ernst. Für mich ist das auch nur ein Spiel irgendwie, ne? Und das soll Spaß machen und man muss das nicht unheimlich wichtig nehmen. Ja, also so Minecraft-Spielen ist wirklich nicht das Wichtigste der Welt und auch wir so Let's Player, wie man unsere Zunft hier so nennt, wir sind auch nicht die wichtigsten Leute auf der Welt, ne? Also das ist deswegen immer locker und das ist alles nur aus Spaß an der Freude. Ja, den Tunnel wollte ich hier, diesen Kanal, den wollte ich auch mal noch aufhübschen. Hier lässt sich noch so einiges aufhübschen, ne? Das ist. Aber das ist auch alles in meiner stillen Liste so. Das sehe ich immer so zwischendurch mal. Ja, guck, jetzt sind wir wieder zurück im Dschungel. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Das war eine schöne Rundtour, Rundfahrt. Oh, bisschen bremsen, bisschen bremsen. So, ganz langsam, ganz vorsichtig. Ich versuche das immer mehr zu perfektionieren. Achtung. Oh.
Okay, aber wenigstens ist das Boot heil geblieben. Das ist doch auch schon mal was. Oh, herrlich. Jo, hier meinte auch jemand letztens hier auch wieder nicht den Glowstone verwenden. Da kann man auch Feuer reinmachen da unten. Okay, aber das reiße ich jetzt nicht mehr auf und mache den Glowstone wieder weg. Das wäre ja wirklich Verschwendung. Aber grundsätzlich natürlich für Beleuchtung, wie gesagt, habe ich letztens schon mal erzählt, machen wir schon mal, dass ich ein bisschen mehr mir einfallen lasse. Jetzt will ich mal gucken, dass ich da ohne mir die Fersen einzuklemmen auch reinkomme. Wunderbar. Ist auch alles da. Schön. So, und dann haben wir nämlich die. Ach, alles schon wieder voll, ey. Ich muss hier dringend mal oben die Brücken bauen und alles. Es gibt so viel zu tun. Und ich habe so wenig Kisten. Naja, geht noch, geht schon noch. Packen wir jetzt hier alles mal so rein. Ich glaube, die nächste Folge ist die Folge 99 aus dieser Staffel. Was für eine schöne Zahl. 99. Ja. Was ich dann in Folge 100 mache, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich drehe jetzt noch einfach die Folge 99 und dann warte ich einfach mal ein bisschen ab, was mir noch so einfällt. Es gab natürlich schon viele Vorschläge, was man mal machen kann, klar, ne? Aber irgendwas, ja. Normalerweise mache ich das ja gar nicht mehr so, diese ganzen, ja, auch so und so viele Abonnenten und so. Irgendwann hat sich das für mich so ein bisschen, ja, die Faszination daran hat sich so ein bisschen aufgelöst und. Aber zu dieser 100. Folge habe ich gedacht, das wäre doch auch mal wieder schön. Ist ja doch immer eine ganz schöne Strecke, die man bis dahin zurücklegt. Ich glaube, die Staffel 1 hatte 130 Folgen oder 129. Ist von der Zeit, von der reinen Drehzeit, aber glaube ich kürzer als meine 100 Folgen hier aus der zweiten Staffel schon. Ich überziehe ja eigentlich immer. Finden manche gut, finden mal andere wieder schlecht. Wo habe ich denn diese Schienen hingepackt? Da. Das möchte ich mich jetzt machen. Ich möchte jetzt als nächstes in der nächsten Folge mal die Schienen oben einbauen. Und das war wenigstens schon mal so ein bisschen. Ich glaube, das reicht noch nicht. So. Dass wir wenigstens schon mal so ein bisschen hin und her fahren können. Das wäre doch schon mal eine große Erleichterung. Eine Karre brauche ich jetzt gar nicht. Habe ich schon oben stehen. Ist ja ein Shuttle. Okay. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen erstmal, dass ihr diesen schönen Rundgang über durch meine Welt hier praktisch mit mir mitgemacht habt. Meine Stimme, Hilfe! Jetzt habe ich schon wieder einen Frosch verschluckt. Ihr gönnt mir hoffentlich diese kleine Pause. Nächste Folge 99 machen wir die Schienen hier und hinten noch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, Folge 100 mache ich an irgendwas. Mal sehen. Mal sehen was. Also so ganz, ganz geplant, spontan. Okay. Bis dann also. Macht's gut.